Guten Tag. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis meine Videos erscheinen. Ich bin da nicht schuld. Ich schreibe immer tonight, aber manchmal wird es am nächsten Tag, weil das ist ganz so. Es dauert manchmal länger, bis die Videos gepostet werden. Das wollte ich nur sagen, weil ein paar Leute haben mich hier angeschrieben. Du sagst tonight auf YouTube und Instagram und es kommt am nächsten Tag. Ja. Leider so ist das. Das sind ja Sachen, die wir umsonst posten und deswegen haben wir da keinen Einfluss darauf. Von der Schützefrau kann man keine diplomatischen Schmeicheleien erwarten. Das ist keine Waage. Und kein Zwilling, der so ein Charmeur ist und erzählt die Sachen und lügt. Und sagt, du hast wunderschöne Augen und deine Lippen, dein Schmuck. Oh, du bist so eine wunderschöne Frau. Das sind Wagen und das sind Zwillinge, die sowas erzählen. Zwillinge sind sowieso Lügner. Und die lügen und erzählen Sachen, die gar nicht stimmen. Die spielen natürlich mit Menschen. Das sind Zwillinge, das wissen wir. Aber... die Frau, die Schützefrau, ist nicht so. Eher wird sie sehr grob und sehr beleidigend manchmal. Nicht, weil sie grausam ist, das nicht. Zwilling ist so ein bisschen abgewichst und Zwilling ist ein bisschen gehässiger und maliziöser. Die Frau, die Schützefrau ist nicht so. Nein, 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 nein. Die Schützefrau redet ein bisschen schneller, als sie denkt und merkt gar nicht, dass diese armen Seelchen da am Boden zerstört sind, obwohl sie zu viel erzählt hat. Natürlich solche Frauen, die zu Hause sind und müssen Geschirr spülen und sich mit simplen Sachen beschäftigen, Bettwäsche waschen und schauen, dass man da Soda mit Essig in die Waschmaschine reintut, damit die Wäsche ein bisschen glänzender ist als sonst. Das ist alles nichts für eine Schützefrau. Schützefrau organisiert ihren Tag nicht so wie diese Leute, die sich da mit Suppekochen beschäftigen, Wäsche waschen und erzählen dir, wie man Backofen sauber kriegt, nicht? Das muss man da, Zitrone, Soda und Essig. Also das ist nichts für eine Schützefrau. Die Schützefrau, habe ich schon erwähnt, kann nicht ins Büro gehen. Also ich kenne viele Frauen, die da ins Büro gehen, die Schützen sind, aber die sind den ganzen Tag verwehrt. Die können damit nicht zurechtkommen. Eher, wie gesagt, wird sie etwas da organisieren, Vernissagen, Wohltätigkeiten, irgendwelche Museum macht sie, sie wird als Kuratorin arbeiten, sie will etwas für die Gesellschaft tun, eher solche Sachen. Reisen, ausreisen. Ich kenne viele Schützefrauen, die aus Deutschland ausgereist sind und irgendwo auf Mallorca oder in einem anderen Land etwas organisieren. Also, das ist alles typisch für eine Schützefrau. Und wie gesagt, die, die hier sind und normales Leben führen, die haben oft so einen Prinzen. Der Prinz hilft diesen Frauen, Geld zu kassieren und Geschirr zu spülen. Oft wartet so eine Schützefrau, auch Mann, auf so einen Märchenprinz. Schützefrau wartet auf so einen Märchenprinz und hofft, dass dieser Märchenprinz sie aus dem täglichen Trott herausholt und ihr eine wunderschöne Märchenwelt zeigt. Deswegen funktionieren so viele Beziehungen mit Schützefrau, wenn die so gebaut sind. Wenn nicht, ist natürlich dauerhafte Beziehung für eine Schützefrau oft ein Problem, weil sie ist eine Träumerin, sie ist sehr unabhängig, wie gesagt, sie ist grob und beleidigend,
Sie wird immer die Meinung dir sagen, oft Schützefrauen, auch Männer, sind sehr, sehr gesprächig und erzählen, mein Gott, die Sachen, die erzählen, wenn sie auf Lieblingsthema kommen, es ist sehr, sehr langweilig oft, weil die reden und drehen das Thema von rechts und nach links und nach vorne und nach hinten. Es ist wirklich sehr, sehr langweilig. Oft ist das halt so. Sie reden viel, sie mögen viel reden. Und deswegen, wenn es um Lieblingsthema geht, wird es oft langweilig. Aber damit müssen wir halt leben, nicht? Ja, und wie gesagt, für eine Schützefrau, so eine dauerhafte Beziehung ist gar nicht so einfach, weil sie geht oft plötzlich weg. Sie verschwindet, weil sie kämpft, wenn es um Besitzansprüche geht, und plötzlich verschwindet sie, ist sie nicht mehr da. Und du musst sie bitten. Das ist wie mit dem Schützerkind. Das merken wir, wenn Schützerkind, also Kind noch klein ist, und wir wollen da dem Kind etwas befehlen. Da hast du wirklich keine Chance. Du musst Schützerkind bitten. Und zwar sehr, sehr höflich. Und so ist das auch mit Schützefrauen. Deswegen Männer, die so Macho-Männer sind, haben natürlich sehr viele Probleme mit so einer Schützefrau, weil du musst dich da irgendwie ergeben, nicht befehlen. Das ist auch ein Grund, warum diese Beziehungen zwischen Schützefrau und anderen Sternzeichen nicht so leicht funktionieren. Stier hat eine Chance auf jeden Fall, Steinbock auch und Jungfrau, weil die holen so eine Schützefrau wieder auf den Boden bzw. helfen ihr, weil die Geld kassieren oft. Sie sind immer graue Eminenz, was Geld betrifft. Und sie unterstützen diese schöne Prinzessin, diese Schützefrau. Aber für heute ist die Zeit leider um.